Insgesamt hat das maschinelle Lernen ja besonders viel Einfluss und Impact auch auf das maschinelle Sehen gehabt. Ich selber beschäftige mich in der Forschung halb als Computational Neuroscientist, halb als maschinellen Lernforscher, so an dieser Schnittstelle mit der Frage, wie können wir Maschinen bauen, die sehen können und das auch im Vergleich zum menschlichen Sehen. Und ich dachte, ich fange mit Alan Turing an, der war ein Pionier mit vielen Ideen, wie Maschinen zur Nachahmung des menschlichen Geistes, wie das angegangen werden kann. Und ein seminale Arbeit dazu hat viele dieser Ideen zusammengefasst. Es beginnt mit dem Turing-Test und der Universalität von den diskreten Zustandsmaschinen. Und dann sagt er, das Wachstum des Speicherplatzes von Computern voraus und schätzt ab, dass ungefähr 10 hoch 10 bis 10 hoch 15 Bits notwendig sind, um den menschlichen Geist zu modellieren. Und stellt sich dann die Frage, ganz praktisch, wie man dann diesen großen Speicher füllen kann, damit die Maschine dann so wie Menschen mit der Umwelt umgehen können. Und er kommt dann zum Schluss, dass das für das reine regelbasierte Programmieren wahrscheinlich nicht funktionieren wird und dass wir Maschinen auch beibringen müssen, wie das menschliche Gehirn zu lernen. Und ich denke über Gehirne also auch mal gerne als Entscheidungsmaschinen nach. Also die Frage, wie dieser konstante Strom von komplexen Daten, den wir tagtäglich verarbeiten, den nutzen wir ja, um gute Entscheidungen zu treffen und das Lernen, um bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen und wie man solche Maschinen bauen kann. Und das eben speziell konzentriert sich meine Forschung vor allem auf das Sehen und auf die Frage, wie wir visuelle Entscheidungsfindungsmaschinen ähnlich zum Gehirn entwickeln können. Und der Standardansatz im letzten Jahrzehnt, der auch diese Welle ausgelöst hat, war in der Tat, dass eine ganz, ganz spezielle, besonders vielleicht primitive Form des maschinellen Lernens, nämlich das überwachte Lernen. Und da wird zuerst eine Entscheidungsaufgabe definiert und dann Tausenden von Menschen präsentiert. Nachdem dann Millionen von Entscheidungen eingesammelt worden sind von diesen Menschen, werden die Maschinen darauf gedreht, die gleichen vorgeschriebenen Antworten auf diese Fragen zu erzeugen. Jetzt geht es hier nicht weiter. Doch, so. Das bekannteste Beispiel wurde auch schon kurz erwähnt, ist die ImageNet Challenge, bei der es darum geht, aus dem Internet heruntergeladene Bilder zu einer von 1000 verschiedenen Kategorien zuzuordnen und die Standardmethode in der maschinellen Lernen zur Beurteilung, ob das die Maschine erfolgreich kann oder nicht ist, dass man anschließend die Maschinen mit Daten testet, die nicht zum Lernen verwendet wurden, sondern mit neuen Daten, aber die aus der gleichen Datenerzeugungs-, also die aus dem gleichen Datenerzeugungsmechanismus stammen. Das heißt, man sammelt erst die ganzen Bilder aus dem Internet unter, mischt die zufällig durch innerhalb der Kategorien und nimmt dann einen Teil zum Lernen und den anderen Teil zum Testen. So, dadurch ist sichergestellt, dass die aus der gleichen Verteilung kommen. Und das ist aber im wahren Leben oft anders und deshalb ist es in der Tat eine Frage, wie wir über diesen Standardansatz auch hinauskommen. Hier ist nach oben rechts ist nochmal so eine Darstellung, wie sich auf diesem ImageNet-Benchmark die Testleistung in den letzten 10 Jahren von 50 auf 90% verbessert hat. Das ist natürlich ein großer Erfolg. 90% ist natürlich auch noch nicht perfekt. Und insbesondere ist nicht ganz klar, inwieweit so eine hohe Leistung auch so eine Objekterkennungsaufgabe auch impliziert, dass die visuelle Entscheidungsfindung ähnlich abläuft wie im Gehirn oder wie die überhaupt abläuft. Und eine Möglichkeit, sich dieser Frage zu nähern, besteht darin zu testen, was passiert, wenn man unter neuen Bedingungen testet oder auf andere Aufgaben versucht zu verallgemeinern. Und da möchte ich erstmal mit einer, oder vielleicht noch eine Nebenbemerkung, da oben habe ich ja dieses Zitat, the ability to handle situations or tasks that differ from previously encountered situations. Das ist in diesem Paper von François Chollet on the measure of intelligence. Finde ich, in dem Paper wird sehr schön herausgearbeitet, dass Intelligenz ganz viel mit der Frage der Generalisierung zu tun hat. Und eben ja,
wie man aus den Daten die richtigen Schlüsse zieht. Und jetzt zur erstmal guten Nachricht zum tiefen Lernen und zum maschinellen Lernen auch in den letzten Jahrzehnten, was tatsächlich auch für mich damals im Jahr 2013 mich davon überzeugt hat, mich sehr viel mit Deep Learning zu beschäftigen, war dieses Paper hier aus der Gruppe von Trevor Derrell, in dem sie gezeigt haben, dass sich die Merkmalsräume, die mit diesen tiefen Netzen auf diesem ImageNet-Benchmark gelernt wurden, dass die auch hergenommen werden können für alle möglichen anderen Aufgaben und da sich als besonders nützlich erweisen. So nützlich, dass wie in dem Paper, die damit mit einfach durch dem Lernen eines letzten Ausleseschritts dann 6 andere Benchmarks schlagen konnten. Und das erklärt hier nochmal, wie das dieses sogenannte Transfer Learning funktioniert. Also man trainiert zuerst mit ganz vielen Daten hier auf dieser Klassifikationsaufgabe, wo man die Internetbilder Kategorien zuordnen muss, also was für eine Hunderasse das ist zum Beispiel oder was für eine Katzenrasse, also da sind besonders viele Hunde und Katzen in dem Datensatz, aber auch Autos und so weiter. Nachdem man es trainiert hat oder beim Trainieren entstehen in diesen verschiedenen Schichten des Netzwerkes Features, Merkmale, werden die Neurone oder die Units sensitiv auf Merkmale, die dann nützlich sein können, um auch andere Aufgaben zu lösen. Das heißt, man nimmt diese Berechnung und lernt dann auf neuen Daten, mit deutlich weniger Daten, andere Aufgaben. Und das ist genau das, was die erste Arbeit aus meiner Gruppe in Richtung Deep Learning war, genau so eine Transfer-Learning-Aufgabe, weil mich das genau interessiert hat, inwieweit diese Merkmale, die da gelernt werden, für andere Aufgaben auch nützlich sein können. Wir haben uns damit der sogenannten Image-Based Saliency beschäftigt, also der Frage, wo Menschen hingucken, wenn sie sich Bilder anschauen. Und wir gucken ja mal an unterschiedlichen Stellen. Der Blick bleibt da gut eine Weile immer auf den verschiedenen Orten im Bild und diese Fixationen kann man sammeln als eine Punktdichte. Und dann die Aufgabe besteht bei diesem Saliency-Benchmark da drin, für beliebige Bilder vorherzusagen, wie diese Fixationsdichten, diese zweidimensionalen Dichteverteilungen aussehen, in Abhängigkeit von dem Bildinhalt. Da gibt es diesen MIT-Benchmark, der sehr populär ist, wo schon sehr, sehr viele Modelle drauf getestet wurden. Wir waren zu der Zeit damit beschäftigt, das auszuwerten, wie viel Informationen eigentlich diese verschiedenen Modelle erklären von der erklärbaren Information. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ein Drittel der erklärbaren Informationen erklärt werden konnte von den besten Modellen. Und dann mit dem Transfer Learning Trick haben wir zuerst das berühmte AlexNet, was das erste Deep Learning Netzwerk auf dem ImageNet Challenge war, mehr als 50% erklären können. Und dann im zweiten Schritt haben wir das VGG19 Netzwerk als Merkmalsraum benutzt. Da konnten wir dann schon über 80% der erklärbaren Informationen erklären auf diesem Benchmark. Also das war ein großer Erfolg, konnten wir dann, die werden auch benutzt jetzt für Cropping-Methoden, diese Saliency-Netzwerk und das funktioniert sehr gut. Ein anderes Beispiel, was ich erwähnen möchte, was auch sehr viel praktische Anwendung gefunden hat, ist das sogenannte Few-Shot-Learning, also auch aus wenigen Beispielen zu merken, wie man markerfreie Keypoint Detection machen kann, also das Tracken oder das Nachverfolgen von wichtigen Punkten, zum Beispiel Gelenke von den Fingern. Und was man hier machen kann, ist, dass man letztlich nur wenige, hier ist nochmal ein anderes Beispiel von der Fliege, also es funktioniert ganz toll mit ganz vielen verschiedenen Tieren und Bewegungen. Und der entscheidende Punkt unserer Arbeit war zu zeigen, dass man eigentlich nur 100 Bilder aus einem Film labeln muss und dann kann das Netzwerk das fast so zuverlässig wie Menschen auf den restlichen Frames tracken.
Genau, und das wird jetzt ganz viel benutzt, weil das so gut funktioniert. Also es gibt Beispiele, wo die Merkmale, die auf einem ganz bestimmten, auf einer ganz bestimmten Aufgabe trainiert wurden, auch für ganz viele andere Aufgaben nützlich sind. Und das ist eigentlich ein Standard, also absoluter Standard im Computer Vision und im maschinellen Sehen, dass man so sogenannte Pretext-Tasks hernimmt, um solche Merkmale zu lernen. Genau. Also es bedeutet, ja, wir hatten ja auch schon diesen Begriff des Inductive Bias. Ich denke, da auch als also Randbemerkung dazu ist, maschinelles Lernen ist nie nur Daten, sondern immer die Kombination zwischen Daten und diesem Inductive Bias, also allen anderen Annahmen und Einschränkungen, die man macht, die man dadurch, dass man eine Lernmaschine benutzt. Hier kann man jetzt sagen, dass diese Annahmen, die man benutzt, wenn man ein tiefes neuronales Netz hernimmt und das auf diesen Daten trainiert, dass das zu einem gewissen Grad ganz gut auch auf andere Aufgaben verallgemeinert. Aber ich würde auch die Situation so einschätzen, dass das Glas wahrscheinlich noch weniger als halb voll ist, aber es natürlich auch spannend ist, weil es da noch viel zu erforschen gibt. Und ich vielleicht da als Einschätzung für die, also ich würde jetzt nicht unbedingt erwarten, dass in den nächsten 3 Jahren der nächste Winter kommt. Ich finde tatsächlich, dass da auch sehr spannende Dinge passieren. Zum Beispiel im Unsupervised Learning Bereich, also gibt es jetzt tiefe neuronale Netze, die unsupervised gelernt werden und schon genauso gute Qualität auf so Tasks wie dem ImageNet Benchmark haben. Und Few-Shot Learning passiert viel. Also es gibt ganz, ganz viele also Erfolge, noch keine Durchbrüche, aber kleine Erfolge in diese Richtung und glaube, dass das ein spannendes Gebiet ist, was vorangeht und insofern hoffe ich jedenfalls, dass es nicht im Winter kommen wird. So, nach dieser etwas ein bisschen Optimismus noch reinzubringen, widme ich mich wieder den Shortcomings, also den Unzulänglichkeiten des maschinellen Lernens. Und eine ganz augenscheinliche Unzulänglichkeit sind die sogenannten Adversarial Examples, also Gegenbeispiele oder Beispiele, die sehr unsinnig aussehen aus menschlicher Perspektive. Und das hat auch viel mit Erklärbarkeit zu tun. Also wenn wir uns fragen, warum ein neuronales Netz einen Hund als Hund identifiziert, dann kann man diese Warum-Frage auch dadurch angehen, dass man sagt, was ist die kleinste Änderung in dem Bild, die ich an dem Bild oder in dem Input machen muss, damit der Algorithmus seine Meinung ändert. So ähnlich wie wenn ich mich auf einen Job bewerbe und ich werde abgelehnt, dann kann ich mich hinterher fragen, was wäre die kleinste Änderung an meinen Unterlagen, die ich hätte machen müssen, damit ich angenommen worden wäre. So, und was man da beobachtet ist, dass eigentlich immer der Fall ist, dass minimale Änderungen, bei den Standard-Lernverfahren zumindest, minimale Änderungen ausreichen, um die Klassifikation in jede beliebige andere Richtung zu verändern. Also hier von Hund zu Katze kann man sagen, das sind noch immerhin zwei Tiere, die vielleicht sogar eine ähnliche Größe haben können. Aber man kann genauso gut auch Hund im Auto oder Haus oder alles Mögliche verändern. Irgendwie scheinen da die Merkmale, die wir Menschen benutzen, ganz andere zu sein als die von Maschinen benutzt werden. Genau, im Rest meines Vortrags werde ich eine Perspektive auf diese Unterschiedlichkeiten geben, die auch in diesen beiden Übersichtspapern nachgelesen werden können, oder da steht da mehr dazu, die damit zu tun haben, dass die Lösungen, die wir finden bei diesen Lernproblemen, zwar die Lernprobleme, die wir uns da angucken, gut lösen, aber die Generalisierung dann halt an verschiedenen Stellen nicht so funktioniert, wie wir das uns eigentlich gerne wünschen. Und da habe ich also vielleicht für mich das wichtigste Diagramm aus diesen Papern ist,
die Vorstellung, was machen wir beim maschinellen Lernen? Wir haben hier so diese graue Fläche zeigt die Menge aller möglichen Entscheidungsregeln und wir wollen am Ende eigentlich eine beabsichtigte Lösung finden, also zum Beispiel, wie das menschliche Gehirn Sehaufgaben löst. Und bei der Suche nach Lösungen können wir erstmal uns auf Maschinen einschränken, die einen geringen Trainingsfehler haben. Also wenn wir Trainingsbeispiele haben, Daten haben, dann reduziert sich der Raum aller möglichen Lösungen auf die, die zumindest auf den Trainingsdaten kleinen Fehler haben. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass diese dann alle richtig verallgemeinern. Der Standardtest im maschinellen Lernen, hatte ich ja schon erwähnt, ist der sogenannte Independent Identically Distributed Test Error, also testet auf Daten, die gleich verteilt sind. Dadurch reduziert sich die Menge aller Lösungen, aber sie reduziert sich eben nicht auf die eindeutige beabsichtigte Lösung, sondern es gibt da eine große, nach wie vor einen größeren Möglichkeitsraum und der dann alle möglichen anderen Generalisierungen zulässt in anderen Situationen. Genau. Und da möchte ich skizzieren, wie das zwischen Mensch und Maschine auch zu Unterschieden kommt. Und die meisten Demonstrationen zeigen entweder Bilder, die identisch für Menschen, also die für Menschen identisch aussehen, wie hier links gezeigt. Die Bilder sehen jetzt für uns alle wie Katzen aus, aber für die Maschinen völlig andere Kategorien fallen. Also das sind genau diese adversaren Beispiele, von denen ich vorher geredet habe. Es kann sich aber auch umgekehrt die Diskrepanz anschauen, dass man Bilder zeigt, die für Menschen völlig anders aussehen, aber für die neuronalen Netze, die künstlichen neuronalen Netze, so exakt den gleichen Output führen. Also die semantische Metamere könnte man aus der Psychologie den Begriff benutzen, die ununterscheidbar sind für die Maschinen. Und da gibt es viel Literatur zu, wo alle möglichen Fehler oder unbeabsichtigte Eigenschaften von den neuronalen Netzen untersucht und aufgefunden werden. Eine Sache, die uns sehr früh aufgefallen ist, auf die ich hier eingehen möchte, ist, dass die Klassifizierung bei diesen ImageNet-trainierten Netzen mehr oder weniger invariant gegenüber einer Texturisierung des Bildes ist. Also wenn man aus diesem Originalbild auf der linken Seite Texturen generiert, dann hat sich die Klassifikationsentscheidung so gut wie, oder die Wahrscheinlichkeiten so gut wie gar nicht geändert. Und das hat bei uns sehr früh so die Hypothese ausgelöst, dass tiefe neuronale Netze vor allem auf die Texturen gucken. Und in einer kürzlicheren Arbeit haben wir das auch genauer getestet mit einem neuronalen Netz, was per Konstruktion eigentlich nur Texturinformationen untersuchen kann, nämlich wir haben da viele der Schichten durch One-by-One-Convolutions ersetzt, sodass die rezeptiven Felder, also der Bereich, auf den die Neurone ganz oben in den höchsten Schichten reagieren, immer noch sehr kleine Bildpatches sind. Und am Ende wurde die Entscheidung in dem Netzwerk einfach nur getroffen, indem man über alle die Entscheidungen von allen Bildpatches drüber mittelt oder über die Logits drüber mittelt und dann entscheidet, sodass man im Grunde die Entscheidung über diese 1000 ImageNet-Klassen aufgrund von jedem einzelnen Bildpatch macht, genauso wie man das bei den guten alten Back-of-Feature-Modellen im Computer Vision gemacht hat. Und man kriegt dann für jede Stelle letztlich eine Wahrscheinlichkeit, also für jeden Bildpatch, möglichen Bildpatch in dem Bild, eine Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Klassen. Und als, also erstmal sollte ich erwähnen, dass diese Methode bei ImageNet immer noch zu sehr, sehr guten Leistungen führt. Also wenn man so 32x32 Patchgröße nimmt, das ist hier, glaube ich, die Größe, die in der Demonstration auch dargestellt ist, dann kann man damit immerhin schon noch 86% erreichen bei einem ResNet 50. Und jetzt kann man sich bei diesem Netzwerk auch angucken, welche Bildpatches sind eigentlich die, die am meisten Ausschlag für eine
die Entscheidung für eine bestimmte Klasse geben. Das macht auch meistens, gibt es ja ganz sinnvolle Bildpatches. Also dieses Netzwerk erlaubt eine gewisse Interpretierbarkeit. Das ist insofern auch zu dem Vortrag vorher vielleicht ein ganz netter Anschluss. Hier rechts bei der Tench Class, das ist eine Fischart, da ist sind die Finger des stolzen Fischers, der den Fisch vor die Kamera hält, oft das Merkmal, was am meisten für diese Klasse spricht, was natürlich kausal nichts mit dem Fisch zu tun hat. Um diese Sensitivität auf Texturen besser zu verstehen, haben wir eine Untersuchung gemacht, wo wir Textur- und Form-Cues im Cue-Konflikt kombiniert haben. Also hier sieht man das Bild, das eine Elefantentextur hat, aber die Form einer Katze. Und mit der, ja, dieser Style-Transfer-Methode, die anfänglich auch schon erwähnt wurde, mit der man hübsche Bilder machen kann, kann man sozusagen jeden beliebiges Foto oder jedes beliebige Bild mit unterschiedlichen Textur-Style-Informationen kombinieren. Das können Sie gerne auch ausprobieren auf dieser Webseite hier, deepart.io. Diese Methode haben wir benutzt, um diesen Cue-Konflikt zwischen Shape-Informationen und Textur-Informationen zu generieren. Hier sind so verschiedene Beispiele, das sieht zum Teil ganz lustig aus. Und dann kann man Psychophysik machen. Der Robert Gerhaus hat Psychophysik gemacht, hat die Menschen getestet, welche Informationen sie typischerweise benutzen. Da sieht man, Menschen benutzen fast immer die Forminformationen, hingegen die typischen neuronalen Netze benutzen eher die Texturinformationen. Und eine Möglichkeit, den Lösungsraum weiter einzuschränken, ist, dass man eben nicht nur ID-Testing macht, sondern auch Out-of-Domain-Testing macht, also in Bereiche geht, wo der Datengenerierungsmechanismus sich ändert. Und wegen dieser Textursensitivität sollten diese Netzwerke auch eher Probleme haben mit Rauschen. Also Rauschen ist ja auch eine Form von einer Veränderung der Textur. Und das ist in der Tat so, wenn man sich die psychometrischen Funktionen für Menschen anguckt, wie die Klassifizierungsleistung mit zunehmenden Rauschen abfällt und mit diesen Standardnetzen, dann ist die Performance von den Standardnetzen sehr viel schneller abgefallen bei Überlagerung mit Rauschen. Natürlich kann man jetzt sagen, die wurden ja auch nicht trainiert mit Rauschen, und wenn man genau das richtige Rauschen hernimmt beim Trainieren und dann testet, dann hat man auf jeden Fall, kann man diese Netzwerke auf jeden Fall besser machen als Menschen. Aber die entscheidende Frage ist, wenn ich nicht weiß, was für ein Rauschen in der Zukunft passieren wird, kann ich dann ein Netzwerk bauen, was dann trotzdem eine gute Performance zeigt. Und um diese Sensitivität zu Texturen zu verringern, hat der Robert dann die Trainingsbilder in ImageNet mit zufälligen Texturstyles vermischt und dadurch die Texturinformationen letztlich weniger prädiktiv für die ImageNet-Klasse gemacht. Und wenn man das Netzwerk mit solchen Bildern zusätzlich trainiert, dann kriegt man auch wieder die gleiche Performance, aber eine deutlich stärkere Sensitivität auf die Form und weniger auf die Textur. Und in dem Diagramm rechts sieht man, dass die Anfälligkeit fürs Rauschen deutlich abgenommen hat und fast deutlich mehr in die Nähe von dem menschlichen, von der menschlichen Robustheit kommt, obwohl das Netzwerk eben nicht mit dieser Art von Rauschen trainiert worden ist. Ja, also so die Hoffnung ist, bessere Methoden auch beim Testen entwickeln zu können, um die Lösungen einzuschränken, um sich der gewünschten Lösung zu nähern. Ich glaube, ich mache noch dieses eine Beispiel und dann springe ich zum Schluss. Also ich habe ja schon diese adversarialen Beispiele angesprochen und ich möchte jetzt nur noch ein optimistisches oder ein positives
Erfolg am Ende dazu, zu diesem Problem der Robustheit erwähnen. Also auf handgeschriebenen, selbst für so eine einfache Mustererkennungsaufgabe wie das handgeschriebene, handgeschriebene Ziffernerkennung, war es so, dass kleinste Änderungen es erlaubt haben, jede mögliche andere Ziffer die Maschine glauben zu lassen. Und wir haben jetzt mit generativen Modellen eine ähnlich hohe Performance, also über 99% für MNIST, für diesen Datensatz erreicht. Und für dieses Netzwerk findet man, dass wenn man von beliebigen Bildern dann zur Decision Boundary geht, sodass die Wahrscheinlichkeit des Netzwerks genau 50% für die eine Klasse und 50% für die andere Klasse ist, dass diese Bilder, die da rauskommen, tatsächlich auch für Menschen, die ähnliche Ambiguitäten aufweisen. Also hier habe ich ein paar Beispiele rechts gezeigt, wo das oberste Bild zwischen einer 0 und einer 6 ist, das danach zwischen einer 1 und einer 2, danach zwischen einer 2 und einer 7, und dann zwischen 3 und 7, also es entspricht der menschlichen Wahrnehmung. Es wurde von einer anderen Gruppe auch systematisch untersucht oder kam das Modell, hat da die beste Interpretierbarkeit. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist meine Zeit um. Ich habe hier ein bisschen viel mehr zu den Slides gesagt, als ich ursprünglich vorhatte. Aber dann fasse ich jetzt zusammen. Letztlich denke ich, dass Robustheit und Generalisierung erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung ist, auch für Erklärbarkeit. Es ist einfach so, dass wenn man auf verschiedenen Beispielen und verschiedenen Tests einen Algorithmus oder eine Maschine getestet hat, dass das noch lange nicht heißt, dass diese Maschinen und Testen, wenn die sich auf diesen, dass diese Maschinen, die alle auf den Tests, die man in der Vergangenheit benutzt hat, wenn die sich da alle gleich verhalten haben, dass die in der Zukunft sich auch gleich verhalten werden. Insofern denke ich, dass es besonders wichtig ist, diese Inductive Biases, also besser zu verstehen, was sind eigentlich die, wie funktioniert eigentlich die Verallgemeinerung. Und da ist insbesondere beim Sehen natürlich die Frage, wie setzen sich Objekte aus Teilen zusammen. Das entspricht letztlich auch der Physik der Welt, die Kompositionshaftigkeit. Das wird von, also da gibt es viele Arbeiten, die das jetzt anfangen zu untersuchen. Das finde ich besonders spannend, Object-Centric Representations zu lernen. Und ich denke, da gibt es eine spannende Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann bin ich jetzt endlich fertig.